Hallihallo, ich grüße euch alle zusammen. Also bei extrem beschissenem Wetter geht's heute in die kurze Woche. Es regnet, es ist kalt, es ist ekelhaft. Jetzt werde ich nach Oelsnitz zu Ideal fahren. Dort lade ich dann für Emden. Die Strecke kennt ihr ja schon alle. Aber ich nehme euch trotzdem mit. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Also dann bis später. Tschüss. So, meine Lieben. Jetzt bin ich hier fertig in Oelsnitz. Und jetzt wird hier wieder losgefahren. Richtung Emden. Bin ich heute Abend auch oben. Das war ja ein Sauwetter heute früh. Alter Franz. Regen und stürmisch und nass und kalt. Und eklig. Aber jetzt hat sich's ein bisschen beruhigt. Ist zwar noch bewölkt und plus 7 Grad. Aber es hat wenigstens aufgehört zu regnen. Haben sich doch tatsächlich in Facebook Kollegen drüber aufgeregt, dass er auf der A4 zwischen Friedewald und Wildenghönebach mit über 60 geblitzt worden sind, obwohl da den Berg runter für LKWs 60 ist. Und da haben sie sich drüber aufgeregt, das wäre Abzocke und bla bla. Naja, wenn da 60 steht, kann ich halt bloß 60 fahren. Sonst muss ich halt das Risiko eingehen, dass ich geblitzt wäre, wenn da ein Blitzer steht. Und ich denke mal, da viele LKWs dort nicht 60 fahren, sondern schneller, werden die das richtig gut ausnutzen und dort öfter mal Blitzer aufstellen. Da haben sie gerade einen geblitzt. Den, der mich überholt hat. Ja, macht man auch nicht in der Stadt zu schnell fahren. Gehört sich nicht. Haben wir ja gerade gehabt, das Thema. Wenn 50 ist, ist 50 und wenn 60 ist, ist 60. Das Einzige, was ihn jetzt noch retten könnte, ist, wenn ich mit auf dem Bild drauf bin und nicht eindeutig zuzuordnen ist, wer der Schnellere war. Dann müssen sie das Ding fallen lassen. Aber meistens sind die so eingestellt, die Blitzer, dass das nicht der Fall ist. Rund 2 Jahre nach dem Überfall auf einer Meine. So, jetzt werde ich erstmal Verkehrsfunk hören. Das gegen 6 Beschuldigte. Die Männer starten. 1:37 später. Also, die A9 ist wieder frei, haben sie nichts gemeldet, das ist in Ordnung. Kann ich durchdüsen. Jippet Jasmin, Junge. Hier auf dem nächsten Parkplatz, Parkplatz Kuhberg, da machen sie auch gerne Kontrollen. Da steht oft der BAG und holt Autos raus. Haben sie mich auch schon ein paar Mal rausgeholt, habe ich aber auch schon bezahlt. Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, wer Mist macht, muss halt auch damit rechnen, dass er bezahlen muss. Und wer zu schnell fährt und geblitzt wird, halt auch. Nützt dann nichts, sich hinterher aufzuregen und zu schreien, Abzocke. Man muss ja nicht zu schnell fahren. So, jetzt geht's auf die B91 Richtung Autobahnauffahrt A38 Leuna. Hier rechts ist Rhapsody in Gelb.
rollen lassen. Mit 82. Reicht das, ein ganz entspanntes Fahren. Ich finde das gar nicht so schlimm. Gibt viele, die sich da aufregen drüber, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Schön Tempomat rein bei 81,5. Schön entspannt rollen lassen. No problem. Irgendwas stimmt mit meinem Tablet nicht. Da lädt der Strom nicht. Da muss ich dann erstmal gucken, an was das liegen könnte. Verstehe ich auch nicht, was da los ist. Ja, hallo, und hier ist auch die Spedition Elfländer, Herr Meusel. Hallo. Ich bräuchte mal jemanden, der sich mit dem Tablet auskennt. Die IT am besten? Wäre eine Möglichkeit, ja. Kleinen Moment, ich schau mal, wer frei ist. Ja, danke. Na schön, nachdem ich jetzt im Radio gehört habe, dass auf der A1 12 Kilometer Stau und für LKW mindestens eine Stunde Zeitverlust besteht, bin ich natürlich wieder mal über Überseestadt rausgefahren. Und ich denke, dass es hier ein bisschen zügiger geht, als wenn ich auf der A1 stehe. Das ist hier der ganz normale Wahnsinn, der Feierabend-Wahnsinn. Aber ich denke mal, das geht hier auf jeden Fall zügiger, als wenn ich die A1 fahren würde und eine Stunde mich dort in den Stau stelle. Und mein Tablet hat auch rumgesponnen. Das hat sich im Server nicht eingebucht, im Spedion-Server. Dann habe ich unsere IT-Abteilung angerufen und da hat er mir Schritt für Schritt eine neue Proxy-Adresse gegeben. Und jetzt funktioniert es wieder. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist das Laden. Irgendwie hat das eine Macke. Und das Wetter meint es natürlich heute nicht besonders gut mit mir. Es hat schon den ganzen Tag hier geregnet, das ist nicht normal. Aber langsam wird es zu meinem Lieblingswort, das ist nicht normal. Ist ja aber auch so. Ich dachte, es wird Mai und wenn Mai kommt, dann kommt ein bisschen Sonne und schön warm und besseres Wetter. Nun guckt euch doch mal diese schwarze Wand da hinten an. Das kann es doch nicht sein. Rechts und links ist hell und in der Mitte da so eine schwarze Wand. Und genau da muss ich hin. Da freue ich mich ja jetzt schon. Ja gut, bis morgen sieht es vielleicht schon anders aus. Von daher bin ich ganz froh, dass ich heute nicht mehr abladen muss. Ich bin ja dann auch gleich da. Ich gucke erstmal in der Württemberger Straße, ob ich da einen Parkplatz finde. Und wenn nicht, dann fahre ich rüber auf den LKW-Parkplatz im Friesia-Park. Aber auf der Württemberger Straße wäre mir schon lieber. Weil ich da ruhiger stehe. Friesia-Park kriegen sie manchmal eine Macke der Wachschutz und sagen, hier darfst du nicht über Nacht. Naja.
manche dulden es, manche dulden es nicht. Das ist halt von Fall zu Fall verschieden. Normalerweise sollen wir es nicht machen, weil dann angeblich die Plätze für die LKWs blockiert werden, die dort abladen wollen. Aber ich sage immer, wenn ich früh abladen will, wo soll ich mich dann abends hinstellen? Also muss ich mich ja dort hinstellen. Da unten an der Abfahrt stand ein Schwertransport mit jede Menge Rundumleuchten. Der wartet wahrscheinlich darauf, dass er um 10 Uhr losfahren darf. Die dürfen ja bloß von 22 bis 6 Uhr fahren. Die ganz großen Schwertransporte. Deswegen stehen die tagsüber auch immer auf den Parkplätzen. Und wenn man sich auf so eine Schwerlastspur stellt, sollte man möglichst bis 6 Uhr verschwunden sein. Sonst kann es passieren, dass sie einen wecken. Mir ist das schon passiert, mich haben sie schon geweckt. Ich musste schon wegfahren. Also ich hatte mich erst geweigert wegzufahren und dann haben die sogar die Polizei geholt und die haben gesagt, nee, nee, mein Freund, hier ist für Schwerlasttransporte, für Übergroße. Verschwind hier mal, sonst gibt es eine Anzeige. Aber sie haben mir wenigstens auf den Ausdruck quittiert, dass sie mich weitergeschickt haben. Und eine Viertelstunde später hatte ich dann auch wieder einen Parkplatz. Und dann habe ich halt weitergeschlafen. Aber die Pause war ja doch unterbrochen. Aber dadurch, dass ich die Bestätigung von der Polizei hatte, war das alles kein Thema. Wenn man die nämlich nicht hat, muss man dann nochmal mit 9 Stunden Pause anfangen, weil die Pause nicht vollzählig ist. Wer sagt's denn? Hier ist doch noch ein Plätzl frei links. Da stelle ich mich doch gleich her. Feierabend. Schichtzeit ist auch so gut wie rum. Hätte ich es mit Abladen eh nicht mehr geschafft. So, meine Freunde. Für heute ist Feierabend. Bin mit 15 Stunden Schichtzeit gerade so bis Emden gekommen. Habe euch ja vorhin schon erzählt, dass mein Disponent festgelegt hat, dass heute nicht mehr abgeladen wird. Ich lade dann morgen früh um 7 ab. Also das heißt, ich fange dann früh um 7 hier an, fahre noch die paar Minuten rum ums Eck, hinten Friesia-Park, lade dann ab und dann schaffe ich meine Paletten nach Stur und dann rufe ich meinen Disponenten an, wie es weitergeht, weil er gesagt hat, heute wahrscheinlich kann sich's noch mal ändern. Also lasse ich mich überraschen. Ich bin jedenfalls für heute fertig. Also nicht nur mit der Arbeit, auch so. Ich habe irgendwie die Schnauze voll. Naja, muss auch mal sein. Man kann nicht immer nur fröhlich sein. Also meine Lieben, ich wünsche euch eine stau- und knitterfreie Fahrt. Und haltet immer schön eure Stoßstangen sauber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.